Ich meine, ich arbeite an diesem Ort, solange wie ich mich erinnern kann. Es ist ziemlich seltsam und noch schwerer zu beschreiben. Ich denke, es ist ein gewöhnlicher Indoor-Park mit Spaß für die ganze Familie. Es gibt 1 Million von ihnen überall und sie haben alle unterschiedliche Namen. Wir haben ein beschissenes kleines Café, das die Kosten für die abgestandenen Hotdogs übersteigt und dann eine ganze Ladung Lagerhallen mit irgendwelchem Mist, um die Kinder zu unterhalten. Es gibt ein Klettergerüst, eine Arcade-Halle mit alten Spielen, eine schmierige Kegelbahn und natürlich ein Bällebad. Ehrlich gesagt, es ist ein ziemlich cooler Job, obwohl er mir beigebracht hat, dass Kinder im Allgemeinen super seltsam sind. Ich erinnere mich an dieses eine Mal, als irgendein Kind auf mich zukam und mir Murmeln reichte und dann einfach anfing zu lachen. Ich brauchte ein paar Minuten, um es aus ihm herauszubekommen, aber er erzählte mir, dass er die Murmeln in seinen Hintern geschoben hätte und ich jetzt seine Arschmurmeln berührte. Er dachte, dass es das lustigste, gottverdammte Ding sei, das jemals jemand gemacht hatte. Jemals. Wir haben mit Sicherheit eine hohe Fluktuationsrate. Wir kauen neue Mitarbeiter wie Popcorn durch. Und ich denke, das liegt daran, dass Kinder diese seltsame Fähigkeit haben, sich bei jedem zu Hause zu fühlen, der sie für unangenehm empfindet und sie einfach von seiner Unbeholfenheit profitieren. Zumindest haben es nur Lehrer und Eltern mit einer Gruppe von Kindern zu tun, oder? Sie lernen sie im Laufe der Zeit kennen und wissen, dass diese Kinder gelegentlich explodieren oder längere Perioden mit einer verrückten Energie haben, aber zum größten Teil sind die Eltern und Lehrer da, um sich um die Kinder zu kümmern. Jedoch ist das das genaue Gegenteil von dem, was wir tun. Wir sind hier, um die Anlage zu leiten, nicht die Kinder. Jedes Kind soll hier Dampf ablassen, deshalb bringen die Eltern sie ja auch hierher. Und deshalb zahlen sie das Eintrittsgeld. Wir können diese Kinder nicht dazu bringen, sich hinzusetzen und etwas in Ruhe zu schreiben. Wir können ihnen nicht drohen, sie piesacken oder sie anschreien. Was wir haben, ist eine Drehtür voller Kinder, die permanent nervös sind. Und wir sollen sie nur so lange beschäftigen, damit ihre Eltern einen Joint auf dem Parkplatz rauchen oder in den Toiletten weinen können, damit niemand sie sehen kann, wenn sie zusammenbrechen. Ich muss gestehen, es ist ziemlich anstrengend. Ich kann mich nur durchkämpfen, weil ich im Management arbeite. Was bedeutet, dass es meine Aufgabe ist, ein paar Teenager dazu zu bringen, die ganze Drecksarbeit zu erledigen. Es ist wie ein Pyramidenschema, nur übler. Jedoch musste in Enril noch nie jemand Erbrochenes aus dem Haar eines weinenden 9-Jährigen bürsten. Trotzdem beschränke ich meinen Kontakt zu den Kindern auf das Minimalste und das aus einem verdammt guten Grund. Sie machen mir eine Scheißangst. Zum einen ist es immer die falsche Anzahl. Dieser Ort ist immer voll, egal wie viele Tickets wir verkaufen. Die meisten Leute bleiben aber nicht lange genug hier, um es zu bemerken. Aber ich habe es bemerkt. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, erst die Tickets und dann die Anzahl der Menschen zu zählen. Und ich weiß, dass es mitten in den kältesten Wintern Regentage gibt, an denen wir höchstens 10, vielleicht 20 Tickets verkaufen. Aber egal was passiert, der Boden ist voll mit Kindern. Eine andere Sache ist, Kinder gehen gern ins Bällebad, aber kommen nie wieder heraus. Aber niemand beschwert sich und auch niemand wird als vermisst gemeldet. Aber ich weiß auch, dass nicht nur einige Kinder nie wieder herauskommen, sondern auch einige Kinder, die rauskommen, überhaupt nicht reingegangen sind. Ich weiß bereits, was du denkst. Ich bin verrückt. Aber ich habe einmal einen Fototag arrangiert, nur um meinen Verdacht zu bestätigen. Ich habe Bilder von Kindern und Eltern gemacht, die kamen und gingen. Ich sagte ihnen, es sei für einen Wettbewerb. Und ich schwöre bei Gott. Ich habe Dutzende Fotos von Eltern, die mit einem Kind hereinkamen und mit einem ganz anderen wieder verschwanden. Ich habe darüber nachgedacht, das Bällebad zu lernen, nur um zu sehen, ob es irgendwo hinführte. Wie ein Tunnel, von dem ich nie etwas gewusst habe. Ich habe es einmal versucht. Es ist Jahre her und ich wollte es richtig putzen, also wartete ich bis zum Feierabend und fing dann an, die Bälle herauszuschaufeln und in leere Mülleimer zu werfen. Aber nach einer Weile bekam ich Angst und hörte auf. Irgendetwas an dieser Erfahrung machte mich unruhig. Es war, als würde alles stiller werden, je mehr Bälle ich herauszog. Als würde der ganze Ort etwas vorhersehen. All diese seltsamen Zeichentrickfiguren, die mit diesen verrückten Augen an die Wände gemalt wurden und einem durch den Raum folgten. Die Zombie-Shooter-Arcade-Spiele, die diese dummen, falschen Ghoul-Geräusche erzeugten. Die kleinen Flugzeugraketen, die Kinder hin und her wogen und dabei eine widerliche Musik spielten. Alles verstummte irgendwie. Es war, als würde der ganze Ort den Atem anhalten. Dann begann mein Kopf zu pochen, als hätte ich den übelsten Kater der Welt und mein Mund fing an, kupfern zu schmecken und ich wollte würgen. Wie soll ich sagen? Es machte mir Angst. Ich hörte auf und warf die Bälle zurück und
und in dem Moment verschwand der Druck aus meinem Kopf und der Ort hatte wieder seine volle Geräuschkulisse. So als hätte sich nichts verändert. Mittlerweile reinige ich das Bällebad einfach mit einem der Netze, die man auch für Schwimmbäder verwendet. Es gibt immer das seltsamste Zeug darin. Tote Mäuse, zerquetschte Insekten, Hundescheiße, irgendwelchen Schleim und das, was ich nur als eine Reihe von kranken Geschenken oder Experimenten bezeichnen kann. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber es ist noch keine Woche vergangen, in der ich kein halbtotes, gequältes Tier aus den Tiefen dieser Grube fischen musste. Wenn ich Glück habe, ist das Tier bereits tot, wenn ich es herausangle. Aber ich habe einen Ersatzkissenbezug hier, nur für alle Fälle. Ich weiß nicht, wie menschlich es ist, in einen Sack gestopft und gegen eine Gossenwand geschlagen zu werden, aber ich weiß, dass es menschlicher sein muss, als sie am Leben zu erhalten. Früher dachte ich, die Kinder hätten überfahrene Tiere hineingeschleppt, aber als ich anfing, dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, bemerkte ich Dinge wie schlecht vernähte Wunden, die mit irgendeinem Faden zusammengenäht waren, oder sogar halb verheilte Amputationen. Ich glaube aber nicht, dass es einem Kind überhaupt möglich ist, den Schädel eines Eichhörnchens aufzubohren und das Ding am Boden eines Bällebads halbgelähmt am Leben zu halten. Das ergibt einfach keinen Sinn. Aber ich finde sie immer wieder. Halb vollgestopft mit Käfern, mit abgeschnittenen Augenlidern. Jesus Christus, das Schlimmste hatte nicht einmal irgendwelche Einschnitte. Ich weiß bis heute nicht, wer es getan hatte oder wie. Ich weiß nicht, wie der Ball in die Ratte gelangt war. Sie war lebendig, ohne Narben oder offene Wunden. Es war, als hätte sie einen ganzen, verdammten Ball verschluckt. Sie jammerte nicht und machte keine Geräusche. Sie zitterte nur, war am Leben und schockiert über das, was mit ihr passiert war. Der Schmerz muss überwältigend gewesen sein. All ihre Organe zerquetscht und ihre Knochen aus den Gelenken gedrückt. Allein das anzuschauen brachte mich dazu, mich übergeben zu wollen. Es war das Unnatürlichste, was ich je gesehen habe. Dies ist nur ein weiterer Grund, warum ich niemanden bitten kann, diesen Job zu erledigen. Ich denke, die meisten Leute kommen und gehen so schnell, dass sie nie merken, wie seltsam es sie ist. Ich möchte wohl lieber, dass niemand anfängt, Fragen zu stellen. Ich denke, wenn ich mutiger wäre, würde ich versuchen, ein wenig tiefer zu graben und ich würde andere ermutigen, mir zu helfen. Aber niemand sonst hat die Verrücktheit, wie ich, aus der Nähe gesehen und ich denke, meine Schlussfolgerung lautet wie folgend. Wenn wir nicht wissen, was da unten ist, warum sich darum kümmern? Es ist deutlich besser, es in Ruhe zu lassen. Deshalb bin ich froh, dass wir eine so hohe Fluktuationsrate haben. Leute werden super seltsam, wenn sie zu lange hier sind. Ich habe auch ein paar Leute versetzt, weil sie anfingen, ein bisschen durchzudrehen. Zuerst sehe ich, wie die Paranoia einsetzt. Sie fangen an, mich oder die Kinder seltsam anzusehen. Ich meine, die Kinder okay, aber mich? Was ist falsch mit mir? Zweitens sehe ich, wie sie anfangen, sich auf das Bällebad zu fixieren. Menschen, die zu lange bleiben, sind davon nahezu besessen. Wenn man nicht hinsieht, schleichen sie sich vorbei und versuchen, einen Besenstiel in den Boden zu stecken. Wenn sie ihn aber nicht wiederfinden, flippen sie aus und diskutieren über das Fundament und die Grundrisse. Letztendlich werden die Schlimmsten versuchen, mich zu hintergehen und mit der Firma zu sprechen. Sie sind verrückt, sie stellen Fragen und rufen irgendwelche Nummern an und nerven mich immer wieder. Wenn man nicht aufpasst, können sie tatsächlich ziemlich bedrohlich werden. Ich weiß, du würdest es nicht glauben, aber die Leute wühlen solche Sachen wirklich auf. Bei einem Mädchen musste ich sogar die Polizei rufen. Sie entwickelte ein wirklich ungesundes Interesse an mir. Sie fragte mich sogar, wo ich wohne. Sie wollte wissen, wo ich schlief, was ich aß und wer meine Eltern waren. Selbst nachdem ich sie gefeuert hatte, kam sie immer wieder und versuchte sogar, das Gebäude niederzubrennen. Ich denke, dieser Ort verwirrt die Leute. Sie fing an, darüber zu reden, dass die Nummer der Hauptgeschäftsstelle in mein Büro führte, dass mein Führerschein gefälscht wäre, in meine Kleidung der Name eines anderen eingenäht war, wohin ich nachts ging, wo ich schlafen würde und wo mein Auto stand. Sie sagte sogar, dass sie eines Nachts vor dem Gebäude kampiert und auf mich gewartet hätte, wie ein gottverdammter Stalker. Als ich sie darauf ansprach, hatte sie keine weitere Erläuterung. Sie war völlig außer sich und sprach davon, dass der alte Manager seit Jahren vermisst würde. Ich seine Uniform trug und niemand mich jemals außerhalb des Centers gesehen hatte. Ich bin froh, dass sie jetzt weg ist, weil sie mich mit diesem paranoiden Streifzug unwohl fühlen ließ. Ich weiß aber immer noch nicht, was sie damit eigentlich gemeint hatte. Ehrlich gesagt brachte das bloße Zuhören mir diesen kupfrigen Geschmack zurück und bereitete mir schlimme Kopfschmerzen. Ich frage mich jedoch, was mit ihr passiert ist. Aber sie ist ein gutes Beispiel dafür, warum wir manche Dinge einfach in Ruhe lassen sollten. Denn in der nächsten Woche habe ich einen ihrer Schuhe aus dem Bällebad geangelt. Ich denke, das Seltsamste war jedoch, dass er nicht mit Blut befleckt war oder so.
Es gab nur eine kleine Notiz, in der ich persönlich um Hilfe gebeten wurde. Sie war so beunruhigt. Ich versuchte ihr zu sagen, sie solle aufhören. Versuchte ihr einen Hinweis zu geben. Als ich sie gefeuert hatte, also kurz bevor ihr Stalking begann, hatte sie angefangen, mir all diese Fragen zu stellen. Wie lange ich hier arbeiten würde und ob ich den Boden des Bällebads gesehen hätte. Ich versuchte es ihr immer wieder zu sagen. Ich bin so lange hier, wie ich mich erinnern kann, und ich bin ziemlich sicher, dass das Bällebad keinen Boden hat. Nun, jedenfalls können Sie sich deswegen nun auch sicher sein.